Liebe Genossinnen und Genossen, an diesem Wochenende schlagen wir ein neues Kapitel auf. In bewegten Zeiten, gesellschaftlich und für unsere Partei. Die tiefen Krisen und Zerwürfnisse unserer Zeit zehren an den Menschen, an der Gesellschaft und rütteln an Überzeugungen und Gewissheiten. Vieles steht in Frage, was lange als selbstverständlich galt. Soziale Abstiegssorgen, Klimakrise, Kriege, weltweite Fluchtbewegungen, eine globale Pandemie, das bröckelnde Vertrauen in Institutionen, all das sorgt für einen zunehmenden Zustand von gesellschaftlicher Erschöpfung und schürt Zukunftsängste. Viele Menschen fühlen sich überfordert, ohnmächtig, erschlagen. Die gesellschaftliche Linke wurde für neue Fragen gestellt, auf die wir nicht vorbereitet waren, und wir ringen um Antworten. Auf einige dieser Fragen haben wir keine gemeinsamen Antworten gefunden und ein kleiner Teil unserer Partei hat sich entschieden, den gemeinsamen Weg, auf den wir uns 2007 mit der Gründung der Linken gemacht haben, zu verlassen. Es ist schmerzhaft, dass der Fraktionsstatus im Bundestag verloren geht. Auch ich habe mir gewünscht, dass es nicht so kommt. Aber die Konflikte in den letzten Jahren haben uns zunehmend gelähmt und waren nicht mehr aufzulösen. Jetzt gibt es eine Entscheidung. Jetzt kommt es auf uns an. Es geht darum, unsere Partei wieder stark zu machen, sie zu der Opposition zu machen, die diese Ampelregierung verdient. Es geht darum, denen eine Stimme zu geben, die viel zu wenig gehört werden. Und dazu, liebe Genossinnen und Genossen, müssen wir unsere Partei erneuern. Wir müssen sie öffnen. Wir müssen sie verändern. Und dazu liegt auch heute ein Antrag vor, der im Anschluss beraten wird. Unsere Probleme sind nicht einfach alle gelöst, weil ein zentraler Streit nun ein Ende gefunden hat. In kräftezehrenden Auseinandersetzungen sind nötige strukturelle und strategische Aufgaben liegen geblieben. Und die schmerzhaften Wahlniederlagen in der letzten Zeit und schwächelnde Strukturen in der Fläche sind auch, aber nicht alleine, auf diesen jahrelang schwelenden Konflikt zurückzuführen. Wir haben jetzt eine echte Chance, Probleme selbstkritisch anzugehen, die Lähmung hinter uns zu lassen und gemeinsam anzupacken. Lasst uns offen, schonungslos und vor allem solidarisch über unsere Defizite reden, nicht mit dem Ziel innerparteilicher Geländegewinne, sondern mit dem Ziel, unsere Linke wieder stark zu machen. Und dieses Ziel, dieses gemeinsame Ziel fehlte in den letzten Jahren. Ja, und wir müssen uns selbstkritisch fragen, warum viele Menschen, die vieles in unserem Programm teilen, noch nicht den Weg zu uns gefunden haben. Warum sie mit der Linken hadern, obwohl sie sich als Linke verstehen, uns nicht oder nicht mehr wählen und was wir tun müssen, um das zu verändern. Liebe Genossinnen und Genossen, Erneuerung bedeutet, dass wir auch unsere innerparteiliche Kultur verändern müssen. Wenn wir ein Ort sein wollen, an dem sich Menschen aufgehoben fühlen, ein Ort, wo Solidarität mit Leben gefüllt wird, müssen wir anders, müssen wir sorgsamer miteinander umgehen. Das heißt, solidarisch aus Fehlern zu lernen. Und wenn jemand aus unseren Reihen vom politischen Gegner angegriffen wird, dann stellen wir uns vor ihn und dann stehen wir einander bei. Lasst uns auch untereinander wieder Vertrauen fassen. Ich habe mit vielen Kreisvorsitzenden gesprochen, die sagen, dass ihnen oft die Wertschätzung für ihre Arbeit fehlt. Und natürlich sind wir alle aus politischen Überzeugungen in diese Partei eingetreten und nicht, um Lob und Anerkennung zu erfahren. Aber politische Arbeit muss auch Spaß machen. Es geht jetzt um nichts weniger als darum, ob es eine relevante linke Partei in diesem Land gibt. Lassen wir von diesem Parteitag die Botschaft ausgehen, wir sind zurück. In den letzten Tagen und Wochen sind über 700 neue Mitglieder dazugekommen und einige ehemalige Mitglieder sind wieder eingetreten. Seid uns herzlich willkommen! Und wir haben immer noch Plätze frei und wir freuen uns über jeden Neueintritt. Es geht jetzt darum, Vertrauen zurückzugewinnen. Und dazu müssen wir uns erneuern, öffnen, Parteiarbeit neu denken. Es gibt kein Zurück zur PDS der 90er und 2000er Jahre. Es gibt kein Zurück
zur Agenda 2010, zur Gründung der WASG und den Anfangsjahren unserer Partei. Die Welt hat sich verändert und unsere Partei hat sich verändert. Wir sind hier in Augsburg, in der Geburtsstadt von Bertolt Brecht, der schrieb, ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten, Sie haben sich gar nicht verändert. Oh, sagte Herr K. und erbleichte. Anders als konservative Parteien muss sich eine sozialistische Partei ständig weiterentwickeln, sich neuen Fragen stellen, sich auf neue Bewegungen einlassen. Wisst ihr, liebe Genossinnen und Genossen, beim Gründungstreffen der WASG in Frankfurt im Jahr 2004 waren 38 Männer und ich. Ich war Anfang 20, die meisten eher doppelt so alt. Und dieses Bild gab es in vielen Kreisverbänden, im Osten und im Westen, in der PDS genauso wie in der WASG. Und damals haben wir doch alle diskutiert, unsere Partei muss jünger, sie muss weiblicher und sie muss migrantischer werden. Und das sind wir an vielen Orten geworden. Die Mitgliedschaft hat sich verjüngt und die neuen Mitglieder haben neue Themen mitgebracht, sich in neuen Bewegungen politisiert und sie haben die Partei verändert. Und das ist auch gut so. Aber ich weiß, dass diese Veränderungen auch Verunsicherung mit sich bringen, dass sich einige Mitglieder fragen, ob es noch ihre Partei ist und ob sie noch einen Platz darin haben. Erneuerung bedeutet nicht, Überzeugungen aufzugeben, wegen derer wir alle Mitglieder der Linken sind. Es bedeutet, Überzeugungen neu zu begründen und sozialistische Antworten auf die Fragen unserer Zeit zu entwickeln. Wir wollen die sozialistische Tradition, die Tradition von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, weitertragen. Aber wir wollen sie nicht konservieren. Wir wollen sie weiterentwickeln und das müssen wir, damit sie eine Zukunft hat. Nicht die Asche bewahren, sondern die Flamme weitergeben, liebe Genossinnen und Genossen. Und das müssen wir, weil gerade angesichts der existenziellen Fragen unserer Zeit, angesichts der Krisen, geht es doch nicht um kleine Stellschrauben, es geht ums Ganze. Die großen Menschheitsideale von Freiheit und persönlicher Entfaltung bleiben in einer Klassengesellschaft für die allermeisten Menschen unerfüllt. Denn eine Grundlage für Freiheit ist soziale Sicherheit. In dieser Gesellschaft ist echte Freiheit ein Privileg weniger. Wer sich von Vertrag zu Vertrag hangelt, kann sein Leben nicht frei planen. Wer zu Niedriglöhnen arbeitet, hat nicht die Freiheit zu reisen. Wer durch steigende Mieten verdrängt wird, dem wird die Freiheit, seinen Wohnort zu wählen, genommen. Und wer sich die teuren Fahrkarten nicht leisten kann, ist in seiner Mobilität eingeschränkt. Niedriglöhne und immer mehr befristete Verträge sind ein Anschlag auf die Freiheit und Armut ist ein Entzug von Freiheit, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb ist doch gerade die Linke die Partei der Freiheit, weil wir wollen, dass alle Menschen so abgesichert sind, dass sie ihr Leben frei gestalten können, dass sie nicht das Ende des Monats fürchten müssen, dass sie keine Angst davor haben müssen, dass die Waschmaschine kaputt geht oder keine Angst vor dem Wegfall der Arbeitserlaubnis, die an den Job gekoppelt ist. Wir wollen eine Gesellschaft, in der das gilt, was Karl Marx und Friedrich Engels vor 175 Jahren im Kommunistischen Manifest schrieben. Eine Gesellschaft, in der die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Um das zu erreichen, müssen wir Eigentumsverhältnisse grundlegend verändern. Denn solange 1% der Menschen in Deutschland ein Drittel des gesamten Vermögens besitzen, während 40% gar kein Vermögen haben, solange bleibt diese Demokratie doch unvollständig. 226 Milliardäre gibt es in Deutschland, Tendenz steigend. Der reichste der reichen Deutschen besitzt über 45 Milliarden Euro. Das übersteigt den Jahreshaushalt der allermeisten Bundesländer. Und das in einer Zeit, in der sich viele Menschen keine neuen Schuhe, keine Kleidung oder eine warme Wohnung leisten können. In der viele Angst vor dem Öffnen des Briefkastens haben, weil sie nicht wissen, wie sie die Rechnungen bezahlen sollen. Und vor dem Supermarktregal verzweifeln,
weil am Ende des Geldes noch so viel vom Monat übrig ist. Aber statt den enormen Reichtum in diesem Land angemessen zu besteuern, plant die Ampel den größten Kürzungshaushalt seit Jahrzehnten. Sie kürzt bei denen, die ohnehin wenig haben, die Hilfe brauchen, die krank sind und arm. Und das ist schäbig, liebe Genossinnen und Genossen. Weniger Geld für Soziales, für Jugendprojekte, für die politische Bildung. Weniger Geld für die Wiedereingliederung von Langzeiterwerbslosen. Die groß angekündigte Kindergrundsicherung, das größte sozialpolitische Projekt dieser Regierung, sollte es werden. Eine Mogelpackung ist rausgekommen. So bekämpft man Kinderarmut nicht, so verfestigt man sie. Die selbsternannte Fortschrittskoalition ist eine Koalition der gebrochenen Versprechen. Nicht mal eine Übergewinnsteuer wird eingeführt. Es ist doch lächerlich, dass sich die Kanzlerpartei SPD und die Vizekanzlerpartei Grüne, dass die sich immer hinter der kleinen FDP verstecken, wenn es um Kürzungen und Steuerpolitik geht. Nicht alleine die FDP ist verantwortlich. Die sind alle Partners in Crime. Die sind alle verantwortlich für diese Kürzungen. Respekt wird doch zu einer hohlen Phrase, wenn man die Menschen mit 12,41 Euro Mindestlohn abspeist, während die Kosten für Lebensmittel und für Energie explodieren. Menschen mit normalem und niedrigem Gehalt gegen Bürgergeldbezieher auszuspielen, das lenkt doch ab von der tatsächlichen Spaltung der Gesellschaft. Weil gute Löhne erreicht man doch nicht dadurch, dass man nach unten tritt, sondern durch starke Gewerkschaften und höhere Tarifbindung. Und an dieser Stelle solidarische Grüße an die Beschäftigten im Handel und die Beschäftigten der Länder, die gerade in Tarifverhandlungen sind. Und auch an die IG Metall, die jetzt gerade für die Einführung einer Vier-Tage-Woche kämpft. Recht haben Sie, euch alles, alles Gute in den Tarifverhandlungen. Die Ampel hält an der Schuldenbremse fest, statt die dringenden Investitionen in den klimagerechten Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft voranzubringen. Verkehrsminister Wissing ist die personifizierte Blockade der Verkehrswende. Dabei wissen wir doch, und die Latte lag wirklich nicht hoch nach all den Jahren CSU-Innenministerium, Verkehrsministerium. Dabei wissen wir doch, dass teurer als Klimaschutz ist kein Klimaschutz und die Folgen des Klimawandels. Deshalb muss jetzt gehandelt werden. Dafür muss die Schuldenbremse abgeschafft werden, gerade jetzt nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Aber wir sagen auch, wir müssen die Eigentumsverhältnisse grundlegend verändern. Wir wollen sie demokratisieren. Das bedeutet, dass wir das Internet von den Digitalkonzernen befreien müssen, die so viel Macht bündeln und eine Gefahr für die Demokratie sind. Wer kontrolliert das Internet? Wer programmiert die Intelligenz? Wir wollen eine demokratische Kontrolle und eine Entmachtung der Digitalkonzerne, liebe Genossinnen und Genossen, damit die Möglichkeiten, die die Digitalisierung schafft, allen zugutekommen und nicht den übermächtigen Konzernen. Denn, um es mit den Worten des Erfurter Programms der Linken zu sagen, die ungebändigte Freiheit der großen Konzerne bedeutet Unfreiheit für die Mehrheit der Menschen. Und dagegen wehren wir uns. Und dagegen kämpfen unsere Hamburger Genossinnen und Genossen gegen die geplante Privatisierung des Hamburger Hafens, gegen den Ausverkauf der Infrastruktur. Und wir sind solidarisch mit den streikenden Hafenbeschäftigten, die sich wehren gegen diesen Ausverkauf in Hamburg. Liebe Genossinnen und Genossen, in Deutschland werden Medikamente für Kinder knapp. Warum? Weil sich damit nicht viel Geld verdienen lässt. Die medizinische Versorgung unserer Kinder wird von Profitinteressen der Pharmakonzerne bestimmt. Das ist Kapitalismus in seiner ganzen Obszönität. Wir wollen eine Wirtschaft, die den Menschen dient und nicht umgekehrt. In deutschen Krankenhäusern werden Patienten in zwei Gruppen aufgeteilt. Die, an denen das Krankenhaus verdient, und die, die Kosten verursachen. Mehr muss man über das deutsche Gesundheitssystem eigentlich nicht wissen. Und Gesundheitsminister Lauterbach will daran nichts ändern. Er spricht von einer Revolution, die in Wahrheit ein großes Krankenhaussterben bedeutet. Wir als Linke wollen eine echte Revolution im Gesundheitssystem.
Abschaffung der Fallpauschalen, keine Zweiklassenmedizin, Entlastung der Beschäftigten und Krankenhäuser in öffentlicher Hand, damit sie keine Profite für Aktionäre erwirtschaften. Eine Idee wird zur materiellen Gewalt, wenn sie die Massen ergreift. Und dass man für die Forderung nach Enteignung Mehrheiten erreichen kann, das hat der Erfolg des Volksentscheids Deutsche Wohnen und Co. gezeigt. Wenn jeder Mieter von Vonovia und Deutsche Wohnen im Schnitt 2.000 Euro an die Aktionäre bezahlt, stellt sich ohnehin die Frage, wer enteignet hier eigentlich wen? Schluss damit, dass die einen mit Boden und Immobilien spekulieren, während die anderen kein Dach über dem Kopf haben. Und in Berlin haben wir doch auch gesehen, was diese Konzerne machen und wie stark der Druck der Gegenseite ist, wenn sie ihre Freunde in Gefahr sehen. Die Immobilienkonzerne haben alles getan. Öffentlichkeitskampagnen, Drohungen, große Parteispenden. Wirtschaftliche Macht kauft politische Macht. Die Linke bekommt keine Unternehmensspenden und wir wollen auch keine, weil wir nicht käuflich sind. Und auch auf diesem Parteitag gibt es keine Sponsorenwand mit Unternehmenslogos. Unsere Sponsoren sind unsere Mitglieder. Eure Gesichter sind auf der Sponsorenwand zu sehen und nicht irgendwelche Firmenlogos. Liebe Genossinnen und Genossen, links zu sein, das bedeutet immer und überall für Humanität einzutreten und konsequent an der Seite aller Menschen zu stehen, die Leid und Unrecht erfahren. So wie Vivian Silver, eine israelische Friedensaktivistin, die Krebspatienten aus Gaza zur Behandlung in israelische Krankenhäuser brachte, die sich viele Jahrzehnte für Frieden und für die Rechte der Palästinenser einsetzte. Vivian Silver ist tot, ermordet von der Hamas am 7. Oktober in ihrem Kibbutz an der Grenze zu Gaza. 1.200 Menschen wurden am 7. Oktober getötet, Tausende verletzt, 242 Menschen entführt, darunter viele Kinder, die sich noch immer in der Gewalt der Hamas befinden. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Opfer, den Entführten und Verletzten. Nichts rechtfertigt die Ermordung dieser Menschen. Kein Leid wiegt das Leid ihrer Familien auf. Die Gräueltaten der Hamas verurteilen wir aufs Schärfste. Alle Geiseln müssen sofort freigelassen werden. Durch die Bombardierung Gazas durch die israelische Armee wurden in den letzten Wochen über 10.000 Menschen getötet, darunter ganze Familien. Viele Kinder, auch Journalisten, Ärzte, Rettungssanitäter, Mitarbeiter der UN und anderer internationalen Organisationen. Die medizinische Versorgung in Gaza ist nahezu vollständig zusammengebrochen. Die humanitäre Versorgung ist katastrophal. Nötig ist ein sofortiger Waffenstillstand und humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza. Das fordert die UN und viele Staaten der EU wie Frankreich, wie Spanien, wie Irland haben sich dem angeschlossen. Und ich halte es für einen schweren Fehler, dass sich Scholz und Baerbock gegen einen Waffenstillstand aussprechen, damit der rechten Netanjahu-Regierung den Rücken stärken und gleichzeitig Erdogan den roten Teppich ausrollen, der die Hamas als Befreier lobt. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist gut, dass wir gestern einen Antrag beschlossen haben mit einer so breiten Mehrheit, der alles das aussagt. Aber ich will auch sagen, dass ich finde, dass einige Aussagen und auch die Tonalität in der gestrigen Debatte dem Leid der Menschen im Nahen Osten nicht gerecht wurde. Unser Herangehen sollte doch immer geleitet sein von Empathie und auch von Nachdenklichkeit in dieser schwierigen Situation. Liebe Genossinnen und Genossen, nicht erst seit dem 7. Oktober nimmt antisemitische Gewalt zu. Viele Menschen jüdischen Glaubens fühlen sich nicht mehr sicher. Jüdische Einrichtungen werden bedroht. Nötig ist ein konsequenter Kampf gegen jede Form des Antisemitismus. Und ich sage auch, dass die Ampel gerade in dieser Zeit die Zuschüsse für das Anne-Frank-Zentrum und für andere Initiativen streicht und bei den Mitteln für politische Bildung kürzt. Das ist unverantwortlich, wenn man sagt, man will den Antisemitismus bekämpfen. Wir wenden uns
gegen den Versuch, Musliminnen und Muslimen für Antisemitismus in Deutschland verantwortlich zu machen, im Land der Schur. Antisemitismus ist nicht nach Deutschland eingewandert. Und dass ausgerechnet jemand wie Aiwanger vor Antisemitismus unter Muslimen warnt, das ist doch wirklich ein Hohn, liebe Genossinnen und Genossen. Wir stellen uns dem antimuslimischen Rassismus entgegen und dagegen, dass Menschen unter einen Generalverdacht gestellt werden aufgrund ihrer Herkunft. Nein, Antisemitismus und Rassismus sind hässliche Geschwister, die zusammen bekämpft werden müssen. Die Linke verteidigt die Menschenrechte. Wir ordnen die Menschenrechte nicht wirtschaftlichen Interessen unter. Unsere Solidarität gilt allen Menschen, die unterdrückt und verfolgt werden, die um ihre Rechte kämpfen und Repressionen erfahren. Und wir stehen an der Seite der mutigen Menschen im Iran, die für ein Leben in Würde und in Freiheit demonstrieren. Und die Welt muss weiter hinschauen auf diesen Protest. Das Regime reagiert mit äußerster Brutalität, mit Todesurteilen und Hinrichtungen. Aber nach Pablo Neruda, Sie können wohl alle Blumen abschneiden, aber Sie können den Frühling nicht verhindern. Jin Jian Azadi. Außenministerin Baerbock spricht von feministischer Außenpolitik, aber verteidigt Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien. Sie spricht von Werteorientierung, aber sie schweigt, wenn der NATO-Partner Türkei die kurdischen Gebiete in Syrien bombardiert. Sie spricht von Verantwortung, aber sie lässt die afghanischen Ortskräfte, deren Familien, viele Frauen in Afghanistan im Stich. Wer so handelt, der sollte nicht von wertegeleiteter feministischer Außenpolitik sprechen, weil das heuchlerisch ist. Liebe Genossinnen und Genossen, seit über 20 Monaten tobt der Krieg in der Ukraine. Seit dem verbrecherischen Angriff Russlands auf die Ukraine sind Zehntausende Menschen getötet worden, Städte liegen in Trümmern und Millionen sind auf der Flucht. Wie kann man diesen Krieg so schnell wie möglich beenden? Durch die Lieferung von immer mehr und immer schwereren Waffen? Ganz offensichtlich nicht. Das Eintreten für Diplomatie und Verhandlungen ist gerade in einer Zeit wichtig, in der friedenspolitische Ansätze und die gesamte Friedensbewegung gern als naiv abgetan werden. Wir müssen die Stimme erheben für Diplomatie und Verhandlungen. Wie vielen russischen Deserteuren und Kriegsverweigerern hat Deutschland Asyl anerkannt? 90. Gerade mal 90. Die Männer, die sich weigern, die Waffe in die Hand zu nehmen, um Ukrainer zu töten oder selber getötet zu werden, ja, die haben doch ein Recht auf Schutz, denen muss man doch helfen, damit sie eben nicht in diesen Krieg ziehen. Wir wollen kein neues weltweites Wettrüsten. Im Gegenteil, wir müssen doch alles daran setzen, Atomwaffen von diesem Planeten zu tilgen, weil sie eine Gefahr für die gesamte Menschheit sind. Und ich sage euch, wenn ein deutscher Verteidigungsminister davon spricht, Deutschland müsse kriegstüchtig werden und sich an den Gedanken eines Krieges in Europa gewöhnen, da läuft es mir nur kalt den Rücken runter. Wir wollen uns nicht an den Gedanken eines Krieges gewöhnen. Wir wollen, dass die Bundesregierung alles dafür tut, um Kriege zu verhindern und Kriege zu beenden. Nicht kriegstüchtig wollen wir werden, friedenstüchtig müssen wir werden. Und das bedeutet als erstes, nicht Waffen in alle Welt zu liefern. Die Ampel kürzt die Mittel für humanitäre Hilfe, für Krisenprävention. Aber für die Bundeswehr gibt es ein Sondervermögen von 100 Milliarden. Alles geht also, wenn der politische Wille da ist. Man wünschte sich, die Pflegekräfte hätten einen so lauten Fürsprecher im Kabinett, wie die Rüstungsindustrie einen hat. Und einige derer, die am lautesten die Solidarität mit der Ukraine gefordert haben und immer nur Waffenlieferungen meinten, reden jetzt von Sozialtourismus und wollen den Menschen, die vor diesem Krieg geflohen sind, die Sozialleistungen kürzen. Wie schäbig das ist. Erkämpft das Menschenrecht bedeutet, das Recht auf Asyl zu verteidigen. Das Asylrecht ist eine Lehre aus der Nazizeit, aus dem Zweiten Weltkrieg.
Grundrechte kennen keine Obergrenze. Aber mit der GEAS-Reform beteiligt sich die Ampel an einem beispiellosen Angriff auf das Asylrecht. Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, sollen interniert und entrechtet werden. Seenotretter werden kriminalisiert. Der Kanzler will im großen Stil abschieben und die Grünen fordern mehr Rückführungsabkommen mit autoritären Regimen. Wir sind die einzige Kraft im Deutschen Bundestag, die sich gegen diese Verschärfungen stellen. Grenzkontrollen, Bezahlkarten, Debatten um Obergrenzen und Ausländerquoten in Stadtvierteln. Nichts davon wird dafür sorgen, dass den Kommunen geholfen wird. Und nichts wird dafür sorgen, dass weniger Menschen flüchten. Wer seine Kinder vor Bomben in Sicherheit bringen muss oder wer dem Folterkeller entkommen ist, der wird sich doch nicht wegen der Aussicht auf eine Bezahlkarte gegen die Flucht entscheiden, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb, an diesem Wettbewerb der Schäbigkeit werden wir uns nicht beteiligen. So schwächt man Rechte nicht, so ermutigt man sie. Bei der Aushöhlung des Asylrechts, da gilt in der Tat, da wollen wir nicht grüner werden als die Grünen, weil wir Rückgrat haben, weil wir Haltung zeigen und das Asylrecht verteidigen. Es ist doch absurd, die Menschen, die am kürzesten in diesem Land sind, verantwortlich zu machen für jahrzehntelange Missstände. Nein, wir haben kein Flüchtlingsproblem. Wir haben ein Verteilungsproblem. Das ist die Ursache, dass es zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt und die Schulen aus allen Nähten platzen. Daran liegt das. Hier muss man ran, statt zu versuchen, arme Menschen gegen noch ärmere Menschen auszuspielen. Das sind doch reine Ablenkungsdebatten. Die teuersten Flüchtlinge in diesem Land, liebe Genossinnen und Genossen, das sind immer noch die Steuerflüchtlinge. Das sind die Superreichen, die ihr Geld ins Ausland schaffen, aber doch nicht die Leute, die für Krieg und Verfolgung fliehen. Und während Menschen, die sich keine Fahrkarte leisten können, im Knast sitzen, bleiben die Verantwortlichen des größten Steuerbetrugs in der Geschichte, Cum-Ex, unbehelligt. Und Ermittler werden systematisch an ihrer Arbeit gehindert. Wenn es darum geht, von den echten Problemen abzulenken, dann sind CDU und SPD wirklich ganz groß. Schaut euch an, was sie in Hessen jetzt verhandelt haben. Auf was haben sie sich geeinigt? Auf Grenzkontrollen, wird jetzt nicht in Hessen geregelt, auf Residenzpflicht für Geflüchtete und auf ein Genderverbot im öffentlichen Rundfunk und an den Hochschulen. Also es gibt schon auch echte Probleme in Hessen, die gelöst werden müssten. Aber stattdessen steigt man ein in einen rechten Kulturkampf. Und das zeigt die Rückgratlosigkeit dieser SPD, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen, als ich zu meinen Schulzeiten politisch aktiv wurde, dachte ich, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Welt so ungerecht bleibt, wie sie ist. Aber gerade erleben wir tektonische Verschiebungen, sicher geglaubte Errungenschaften und demokratische Rechte werden offensiv in Frage gestellt. Bei der Europawahl geht es um viel. Es geht darum, welches Europa wollen wir. Ein Europa, das beste Bedingungen schafft für Banken und Konzerne, globalen Süden ausbeutet oder ein Europa im Interesse der Beschäftigten, die den Reichtum tagtäglich erwirtschaften. Ein Europa, das aufrüstet oder ein Europa des Friedens. Ein Europa der Solidarität oder ein weiteres Erstarken der Rechten, ein Europa der Menschenrechte oder der Abschottung und der Barbarei. Rosa Luxemburgs Ausspruch von Sozialismus oder Barbarei ist erschreckend aktuell. Und wer vor einer Rückkehr von Trump in den USA warnt, der darf über die europäischen Trumps nicht schweigen. Viktor Orban, Giorgia Meloni, die FPÖ, die AfD, nie wieder ist jetzt. Erinnert ihr euch noch dran, als die FPÖ vor über 20 Jahren zum ersten Mal an einer Regierung in Österreich beteiligt war? Ein Aufschrei ging durch Europa und europäische Regierungen haben die bilateralen Beziehungen auf ein Minimum eingefroren. Und 20 Jahre später gratulieren Scholz und Baerbock der Faschistin Meloni zur Wahl und Ursula von der Leyen und die Bundesinnenministerin gehen mit ihr auf Reisen, um mit Autokraten über Flüchtlingsabwehr zu sprechen. Das ist eine gefährliche Normalisierung. Mit Faschisten reist man nicht.
Und man gratuliert ihnen nicht. Faschisten bekämpft man. Unser Europa ist das Europa der Streikenden in Frankreich, der Frauen in Polen, die für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch kämpfen, der europäischen Klimabewegung, der Menschen, die für Selbstbestimmung und gleiche Rechte kämpfen. Und wir wollen nicht zuschauen, wie die vielbeschworenen europäischen Werte täglich im Mittelmeer ertrinken. Darum geht es bei dieser Europawahl. Und deshalb lasst uns alles dafür tun, stark abzuschneiden und mit einer starken Fraktion ins Europäische Parlament einzuziehen. Und auch bei den Wahlen in Ostdeutschland, in den drei ostdeutschen Bundesländern, geht es um viel. Es braucht die Kraftanstrengung der gesamten Partei, damit Bodo Ramelow in Thüringen wieder Ministerpräsident wird. Damit die Linke in Brandenburg mit Sebastian Walter und die Linke in Sachsen mit Susanne Schaper und Stefan Hartmann gestärkt in die Landtage einzieht. Und gerade in Ostdeutschland, lasst uns dafür alle kämpfen, weil gerade in Ostdeutschland zeigen sich dort die Probleme unserer Zeit wie in einem Brennglas. Und ich will all den Menschen sagen, wir sind für euch da. Wir werden uns in Zukunft für eure Interessen weiter einsetzen. Das werden wir bei den ostdeutschen Landtagswahlen klammern, auch bei den anstehenden Kommunalwahlen in den Bundesländern. Liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns dafür kämpfen, dass das nächste Wahljahr ein erfolgreiches Jahr wird für die Linke. Wir wollen der Erschöpfung durch all die Krisen und der wachsenden Resignation Mut und Hoffnung entgegenstellen. Zeit für Gerechtigkeit, Zeit für Haltung in einer Zeit, in der gerade so viele nach rechts wegkippen. Wir halten an dem Menschheitstraum fest, dass eine bessere Welt möglich ist. Und wir wollen dazu beitragen, dass aus passivem Unmut aktive Gegenwehr wird. Deshalb lasst uns die Ärmel hochkrempeln, den Rücken gerade machen, lasst uns unseren Mut zusammennehmen und gegen alle Widrigkeiten für eine solidarische Gesellschaft kämpfen. Ich sage das euch, ich sage aber auch das den Menschen da draußen, die diesen Parteitag vielleicht verfolgen und die vielleicht überlegen, sich in Zeiten wie diesen zu engagieren, wo so vieles in Frage steht. Und ich möchte euch einladen, kommt in unsere Partei, schließt euch an. Das haben einige Menschen, ich habe das gesagt, viele Menschen in den letzten Wochen getan. Lasst uns zusammen diese Linke erneuern, lasst sie uns stärken. Dieses Land hat eine starke Opposition gegen die verheerende Politik der Ampel verdient. Eine starke Kraft für Gerechtigkeit und Solidarität. Lasst uns diese Kraft sein, heute und in Zukunft. Vielen Dank.